Mon mari et moi. Mein Mann und ich sind heute bei uns zu Gast. Shakti und Matthias Paquet, wirklich ein Ehepaar. Shakti, nimmt Platz. Das stimmt, danke. Ja, das ist ein ausgefallener Name. Und dafür, dass er ja überhaupt keine französischen Chansons spielt, wie kommt denn sowas zustande? Also wir haben lange, lange überlegt, wir brauchten schnell einen Bandnamen. Irgendwas muss ja auf dem Plakat draufstehen. Ach, gleich schon Plakat? So, ja. Und dann, die Namen wurden immer schlimmer, die uns eingefallen sind. Und dann kam meine Oma ins Spiel. Die hat gesagt, sie kennt sich tatsächlich aus mit Namen. Wir sollen uns doch Mon mari et moi nennen. Das passt so ein bisschen erstmal zu unserer Geschichte, dass wir verheiratet sind. Aber mein Mann und ich klingt natürlich nicht so gut wie Mon mari et moi. Da hat sie ja natürlich recht, ne? Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich wirklich ein ganz schöner Klang. Und dann die drei M's, auch geschrieben, sehr schön. Was wir nicht gedacht haben, dass natürlich das ein bisschen in die Irre führen kann. Und dass oft dann bei Konzerten Leute was ganz anderes erwarten. Französischsprachige Chansons. Aber da haben wir, falls mal jemand zum Konzert kommen will, vorgesorgt. Wir haben ein Lied speziell für die Franzosen, die dann kommen. So. Damit die nicht enttäuscht wieder nach Hause fahren. Ja. Gut, so. Okay. Muffins sind für euch gerichtet. Oh. Ja, vielleicht während den Nachrichten probieren, da können wir noch ein kleines bisschen schnacken, weil ich möchte jetzt auch noch die Geschichte hören, wie das bei dir mit dem Singen angefangen hat. Das ist ja auch ziemlich kurios. Ja, das hatte ich überhaupt gar nicht geplant. Ich habe einfach vor ungefähr 5 oder 6 Jahren vor ungefähr der Zeit vorm Haus gestanden und habe auf jemanden gewartet. Auf dich? Nee, auf eine Freundin, die immer zu spät kommt. So Leute kennt man, ne? Ja, ja. Und habe vorm Haus gestanden war ich auch und geraucht. Ja. Und in dem Moment, wo ich da also wartend so stand rauchend, kam eine Nachbarin vorbei. Und diese Nachbarin hatte vor, in diesem Jahr ganz groß ihren runden Geburtstag zu feiern und sieht mich da stehen und sagt, oh, weißt du, was ich mir wünsche, Shakti? Sing mir mal von Hildegard Knef, von nun an ging's bergab, so als Einstieg für mein Fest. Und Matze war mit seiner Band damals als Geburtstagspartyband gebucht. Ja. Ne? Und sie wollte, dass du das singst, weil sie dachte, gesagt, weil du so viel rauchst, weil, oder? Ja, dann hat sie gesagt, wenn du jetzt noch ein bisschen rauchst, du hast ja noch 3 Wochen Zeit, wird die Stimme schön tief, das kannst du schaffen. Und du kannst dich ja vor, und du hast ja gute Musiker, die dich begleiten können. Und jetzt hatte ich überhaupt kein anderes Geschenk. Also ich hatte keine andere Idee und habe mich da überreden lassen. Okay. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, da mache ich weiter. Ich muss dazwischen grätschen, sonst fangen die Nachrichten ohne uns an. Die ja, das ist auch schlecht. Aus Mainz, aus Stuttgart und aus Saarbrücken. Ist gleich. Schmeckt's, hat sie gefragt. Ja, gut.